Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der nordfriesischen Marsch mit dem Kellerkind. Hallo zusammen. Ja, was mache ich hier? Ich warte darauf, dass es für Bier einen vernünftigen Preis gibt. Also ist schon ein bisschen gestiegen, über 100 schon, gegenüber letztem Mal, als ich geschaut habe. Aber der Pfeil ist immer noch nach oben. Vielleicht wird er ja noch grün, vielleicht steigt er weiter. Wenn er gleich nicht mehr hoch sein sollte, werde ich sehr wohl verkaufen. So, Feld 15 ist angesät. Feld 15 ist angesät. Da ist Hafer drauf. Und mit Feld 14 bin ich gerade dabei anzusehen, da kommt Weizen drauf. Ich werde den schon mal hier rüberfahren, weil den werden wir bestimmt gleich nachher brauchen zum Auffüllen der Saatmaschine. So, und aus. So. Da ist er. Der ist noch am Wasser. Gut, dann brauchen wir nicht. Ja, der bringt gerade die Tiere zum Schlachter. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir ernten mal Feld 20 auch ab. Zack. Habe ich in dem Häcksler drin. So, da müssen wir hier rein. Und Gas geben. Da waren Kartoffeln drauf. Ne, Zucker. Zuckerrüben. Muss mal eben schauen, welches Schneidwerk ich da brauche. Oder ist ja kein Schneidwerk, aber welchen Aufsatz? Zuckerrüben. Den links. Da bin ich doch schon fast genau richtig. Und hoch. Mal ausklappen. Vorne können wir das auch machen. Senken. Nein, das war nicht richtig. Ja, Fahr einstellen. So. Die nächsten Zuckerrüben. LKW haben wir nicht frei. Na, dann nehmen wir hier, ihn hier. Steht er schon einsatzbereit. Ups. So haben wir ihn aber nicht reingefahren. So. Er kann sich schon mal bereithalten. Wie viel hat er jetzt drin?
Kommt aber jetzt spät. Möchte nur wissen, wie viel du drin hast. Prozent. Ja. Dann kommt er noch einmal hin und zurück. Dann lohnt es sich. So. Die Kühe-Rinder haben wir jetzt erstmal genügend Wasser, hoffe ich. Dann können wir den, glaube ich, erstmal wieder hochschicken zum Sägewerk. Seine Parkposition quasi. So, macht das zweite Vorgewende. So. So, der fährt gerade wieder zurück. Wunderbar, wunderbar. Dann können wir den gleich erstmal abtanken. Der macht schon komische Verrenkung. So, dann tanken wir ihn mal an. So, 23.000 schon. Fahren wir mal das Stück zurück. Beim nächsten Mal, wenn er hier dran längs kommt, können wir uns abtanken und dann dürften wir auch schon fast voll sein. Wie haben sich die Preise entwickelt? Ja, es steigt noch, es steigt. Brauchen wir also noch nichts machen. Ah, er ist da. Abladen. Hat er denn noch welche gehabt? Nein. Jetzt sind nur die drin, die wir gerade gebracht haben. Fahren wir den mal raus und setzen ihn wieder auf Silo Süd. Kannst auch mal Licht anmachen. So, und hier kommen wir genau richtig. Gas geben. Hinterherkommen.
7, 8. Er kommt ja kaum auf den Quark. Ich hoffe, das geht sich nur aus. Ja, das passt. So. Ab zur Zuckerfabrik. Ich glaube, wir brauchen da jetzt auch keinen zweiten Abfahrer mit draufsetzen. Wir hätten ja hier noch einen, aber ich glaube, wenn der Holmer mal ein bisschen stehen bleibt, dann ist das auch okay. Eben noch fährt er. Ich wollte mal schauen bei dem Holmer-Pack. Da gab es doch auch noch was für Gülle zum Transport, oder? Güllefässer. Auch nur 21.000. Hier gehen nur 15.000 gelungen. Der hat 36 Meter. Der ist jetzt für das Güllefass. Aber so ein richtig. Hier geht 30.000 rein. Hier geht 55.000 rein. Hier gehen 30. 30 ist maximal, was man so transportieren kann. Ne? Wenn wir uns sowas holen. Oder man nimmt 21.000, haben beides, ja, ein Ertragsschnitt von Feldern benutzt. Dann würde ich ja eher sowas nehmen und sowas auf dem Feld. Und auf dem Feld haben wir eigentlich noch nicht so viel. Wir haben jetzt bei den Kühen ist dreckig. Muss ich gleich mal bei den Schafen auch. Arbeitet Lilly nicht mehr. Hier habe ich nur Güllegrube mit 84.000 Liter. Das ist nicht viel. Guck aber jetzt trotzdem mal, was Lilly macht. Ob wir vielleicht in der Mitte wieder so ein Schwatt liegen haben. Oder ich bin beim letzten Mal irgendwie davor gefahren und Lilly macht ja nichts mehr. Oh, das werden wir jetzt sehen. Zack. Lilly arbeitet gar nicht. Wo ist Lilly? Lilly ist nicht da. Habe ich Lilly rausgeschmissen? Aus Versehen?
ist gar nicht drin. Okay. Aber warum? Gut, also weiß ich für die nächste Folge, wir brauchen Lilly. Ich glaube, dann brauchen wir auch keinen. Hier sind 10.000 Liter drin. Und so ein Fass kostete 'Güllefass ist ja auch nicht so günstig gewesen, oder? 31.000. Zurzeit fahre ich mit ihm hier rum. Ich habe nämlich schon ein bisschen was im Klärwerk reingefahren. Hier alles noch am Start. Ja, fährt noch. Du bestehst jetzt, aber wie weit ist unser... Der ist da. Also einmal bitte abladen. Und weggeklickt. So, ich wollte ihn doch nur wieder zum Hof schicken. Dann wollte ich noch mal schauen, wie viel Wasser hier drin ist. Zack. 370.000, das sollte erstmal lang. Da fährt er hin. Ja, du musst halt warten. Hier dürfte auch vieles voll sein. Wir können hier mal gucken, ob wir hier vielleicht Wasser brauchen. Wobei die Produktion... Komm, die können wir hier abladen. 100.000 Liter. Paletten könnten wir gebrauchen. Produzierst du eigentlich noch? Bildschirm war auf jeden Fall noch an. Nehmen wir hier mal wieder zwei runter. So. Wie sieht's hier aus? Zack. Produzieren. Der Container ist voll. Da liegt auch schon los. Und das Wasser ist raus. Gut. Setzen wir das Wasserfass hier mal ab und nehmen uns dann einen anderen Auflieger mit.
hier vielleicht erstmal Paletten laden. Nein. Das können wir anmachen. So. Paletten, gut. Nix. Richtig. Hallo? Und jetzt? Muss so dicht dran fahren. So, ich glaube, 6 Paletten sollten erstmal lang. Für die Kohlefabrik. Hier mal bitte abladen. Gut, dann haben wir da schon mal wieder 32.000 drin. So, einmal hier rum ums Karree. Dann nehmen wir die Paletten hier weg. Da müssen wir eben umschalten. X. Haben wir jetzt doch gegeben. So, hier rum. Bretterpaletten können wir hier reinhauen. Weil daran wird es wohl hapern. Dann hapert es hier auch an Paletten. Schaue ich mal, die Paletten sind hier noch 16.000. Gut. Dann sollte das auch wieder funktionieren. So, und das war's schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Seid nächstes Mal wieder dabei hier auf der Nordfriesischen Marsch mit dem Kellerkind. Ciao, ciao.